Hallo, liebe Zuschauer. Heute zeigen wir euch das Spiel The River. Heute stellen wir euch ein einfaches Worker-Placement-Spiel vor. Ideal, wenn ihr es auch mit Kindern spielen wollt. In dem Fall ist der Elias 7. The River ist das Spiel von Ismaël Perrin und Sébastien Pouchon. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das Ganze beim Verlag Days of Wonder, Vertrieb über Asmodee. 2 bis 4 Spieler und geht 30 bis 45 Minuten. Der Elias ist 7, wie gesagt, das Spiel ab 8. Und in diesem Video möchten wir euch die Abläufe kurz erklären, nicht in jedes Detail eingehen. Es gibt ein paar Spielsequenzen, damit ihr ein Gefühl bekommt, ob das Spiel je nachdem was für euch ist, und abschließend gibt es das Fazit. Jeder Spieler startet schon mit einem Tableau. Man sieht hier, wie der Fluss entlangläuft. So legt ihr eure Plättchen auch nach einem Spielverlauf hin. Ein Plättchen liegt bereits zu Beginn, das haben wir in dem Fall schon ausgewählt. Das heißt, in den Lagerhäusern kann ich Ressourcen lagern und wo hier Ressourcen abgebildet sind, dann nehme ich mir Ressourcen. Das Einsetzen erkläre ich gleich. Wenn ich hier Plättchen belege und belege hier ein Plättchen drauf, dann muss ich sogar eine meiner Arbeiter, in dem Fall meiner Siedler, auf ein Häuschen legen. Also ich habe weniger Möglichkeiten zu platzieren hier auf die Felder. Ich kann natürlich auch Gebäude bauen, und wenn ich Gebäude gebaut habe, dann werden die einfach hier drunter geschoben, die Gebäude. Und man sieht, baue ich das zweite Gebäude, schaufel ich mir sogar einen weiteren Siedler frei. So, jetzt muss man nur noch erklären, wie das Ganze abläuft. Ich habe ja hier meine Figuren, der Elias hat auch seine Figuren, und man ist drei um dran und man setzt einfach ein. Wenn ich also eine Figur zum Beispiel hier einsetze, bekomme ich Ressourcen, was hier abgebildet ist. Das heißt hier 2, und die lege ich in meine Häuser. Das gleiche mache ich bei den anderen Ressourcen auch. Auf der Rückseite ist auch ganz cool gemacht, bei 3 und 4 Spieler, da bekommt der erste noch eine zusätzliche Ressource, weil wir haben hier den Spielplan für 2 Spieler ausliegen. So. Hier haben wir hier ein Bonusfeld, das heißt, wir können hier uns auch eine Nahrung nehmen. Das ist so ein Truthahn, der abgebildet ist. Wir können hier drauf gehen, wir können uns ein Gebäude nehmen. Und dieses Gebäude zeigt auch an, was für Ressourcen man haben muss, also abgeben muss, um ein Gebäude zu bauen, weil das gibt natürlich auch Siegpunkte. Aber wenn ich mir hier ein Gebäude nehme, dann platziere ich das erste Mal verdeckt, also auf der Seite, und lege es vor mir ab. Weil wenn ich hier drauf gehe, kann ich entweder ein Gebäude bauen, was vor mir liegt, und bezahle eine Ressource weniger, oder ich kaufe direkt zu einem Kärtchen, was hier liegt. Zusätzlich bekomme ich für den Bau das oberste Plättchen, das ist auch Absteigen von den Punkten. Hier kann ich auch Startspieler werden und hier kann ich Plättchen tauschen. Warum? Zu dem komme ich gleich. Hier nehme ich mir einfach eines der ausliegenden Plättchen. So, und interessant wäre das natürlich von den Punkten. So, Elias, wann endet denn das Spiel überhaupt? Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Es müssen ja Plättchen liegen, oder? Also, oder beziehungsweise, es müssen ja Karten liegen. Genau, das kannst du sagen. Du spielst mit der schweren Seite übrigens, sehe ich gerade. Das heißt, 3 und 4 Spieler. Ich spiele mit der zweiten. Ja, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall erwähnt. Spielplan, achtet auf die Spieleranzahl und auch hier. Elias, wann ist das Spiel fertig? Wenn man hier alle gebaut hat. Genau. Und oder wenn hier voll ist. Genau. So, weil wenn Plättchen hier der gleichen Art untereinander liegen, und zwar Hintergrund von der Landschaft, dann bekommt man 2 Punkte. Schafft man es aber sogar in dem Fall 3 Plättchen untereinander zu legen, wo das passend ist mit dem Hintergrund, bekommt man 6 Punkte. Und jetzt habe ich noch eins vergessen. Zu Spielbeginn könnt ihr 3 beliebige Ressourcen in Truthahn tauschen, weil ihr habt je nachdem nicht genügend Gebäude, um die unterzukriegen. Und mit diesen kurzen Infos, man merkt, es ist gar nicht schwer, der Elias beginnt, zeigen wir euch einfach mal ein paar Ausschnitte. Das heißt, der Elias fängt einfach mal an und setzt einen seiner Arbeiter ein. Auf den Einzelfeldern können natürlich nur einer setzen, dann ist es belegt. Er geht auf Ressourcen, er produziert Holz und nochmal Holz. Wenn ihr natürlich Plättchen mit Plättchen Waren überdeckt oder Häuser, gilt das natürlich nicht mehr. Das heißt, es gilt nur das, was drauf platziert ist. So, dann bin ich dran. Ich setze einfach mal hier eins ein und ich nehme einfach mal dieses Plättchen und lege das hier an, weil es immer an den Fluss angelegt werden muss. Und der Elias produziert fleißig, habe ich mir auch überlegt, ob ich das mache. Das macht er clever, weil ich würde gern auch produzieren. Stein ist aber schon belegt, kann ich also nichts mehr machen. So, damit ich zumindest etwas noch produziere, gehe ich hier drauf. Ich bekomme Lehm, und zwar hier und hier produziere ich Lehm. Und ich lege es einfach in eine meiner Häuser, zum Beispiel hier rein. Und ja,
So geht das weiter. Es wird so lange die Runde gespielt, bis keiner mehr Männchen einsetzen kann. Der Elias nimmt sich jetzt einen Joker, eine Ressource. Jetzt muss ich natürlich auch nachschauen, parallel, was man hier machen kann. Dann, ich kann ja hier bis zu 2 Gebäude bauen. Dann nehme ich mir einfach mal dieses Plättchen und lege das hier in dem Fall an. Weil Gebäude brauche ich ja. Das waren durchaus attraktive Gebäude, die ich hier platziert habe. So, der Elias kann er schon bauen. Er kann noch nicht bauen. Man schaut hier natürlich immer parallel drauf, aber nimmt sich schon ein Kärtchen für später, weil er dann eine Ressource weniger bezahlt. So, dann bin ich dran. Was mache ich jetzt? Ich würde sagen, das hätte ich jetzt auch gern gemacht. Ich will Startspieler. Ich bin Startspieler. So, das war schon die erste Runde. Ihr merkt, wie flott das Ganze geht. Das heißt, man bekommt hier wieder seine Männchen zurück. Nicht der hier natürlich. So, es werden neue Karten aufgedeckt, die Geländeblättchen, die kommen raus, es werden neue platziert und dann bin ich schon am Start. Das heißt, man wird natürlich jetzt schauen, was man legt. Natürlich nicht schlecht, aber ich will jetzt auch mal produzieren und ich produziere hier Holz, weil ich habe hier 2, 3 Holz. Das heißt, ich nehme hier 3 Holz. 1, 2. Ihr merkt, wie schnell das Ganze hier geht. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell für euch, dass das alles klar ist. Der Elias sucht sich wieder ein Kärtchen aus. Maximal 2 Karten dürft ihr speichern, dürft ihr also behalten. So, und ich mache jetzt 1. Ich gehe hier drauf. Da können beliebig viele draufstehen. Das sieht man hier mit dem Unendlichkeitssymbol. Und ich baue hier das hier. Das heißt, 3 Punkte. Genau, immerhin. So, und gebe das und das ab. Und das Kärtchen schiebe ich jetzt hier drunter. Aber ich nehme mir auch hier diesen Marker, weil das sind ja auch 6 Punkte. So, der Elias produziert wieder. Platziert es. Wenn man es nicht machen kann, dann muss man es abgeben. So, dann bin ich wieder dran. Ihr merkt, es geht richtig schnell. So, ich produziere jetzt 2 Steine. Die lege ich jetzt hier in meine Lagerhäuser rein. So, und denkt dran, zu Beginn des Zuges könnt ihr immer 3 beliebige Ressourcen in Nahrung umwandeln. Ja, Elias, was machst du? Willst du bauen oder was hast du vor? Und wo hast du jetzt reingesetzt? Nirgends, ich habe getauscht. Ah, du hast getauscht? Genau. Ah, jetzt und jetzt. Oh, Joker. Okay, der Elias geht auf Joker dieses Mal. So, was mache ich? Ah, ich sehe schon, was er vorhat. Das da. Das zeigen wir euch auf jeden Fall noch. Ich baue wieder Gebäude. Jetzt muss ich aber schauen. Oder ich produziere nochmal. Ist aber alles voll. Dann lege ich mal hier hin, weil ich hole mir jetzt mal noch so ein Gebäude. Ich muss natürlich auch schauen, passend, weil durch dieses Einsetzen kann ich Plättchen drehen, beziehungsweise nicht drehen, ich vertausche 2 Plättchen. Ja, du bist dran. So, und der Elias baut jetzt direkt. Er braucht 3 Truthahn und legt das Plättchen ab und bekommt hier, oh, 6 Punkte ist natürlich super, und bekommt den 5er Chip. Und so funktioniert das Ganze. Das heißt, er schaut natürlich, was er noch machen kann. Das waren jetzt 2 Runden, wo wir euch gezeigt haben. Jetzt spulen wir ein bisschen vor. Wir schauen an das Ende, weil das Prinzip ist soweit klar, was ihr in dem Fall machen müsst. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe jetzt hier drauf und ich hole mir jetzt hier diese Karte. 3 Holz, 1 Stein, 2 Lehm und damit baue ich in dem Fall das 4. Gebäude, das heißt, die Runde wird noch zu Ende gespielt. So, da kriege ich jetzt aber keinen Punkt mehr, den Nuller. Du hast auch keine und das Spiel ist vorbei. Und jetzt müssen wir noch die Punkte zählen. Das heißt, wir zählen hier in dem Fall die einzelnen Punkte. Wir zählen hier die Punkte. Wir schauen hier. Hier gibt es übrigens bei mir 2 Siegpunkte in dem Fall. Und du kannst einen Stift haben und dann rechnen wir es zusammen und dann schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. So, ich habe 36 Punkte. Der Elias hat 33 Punkte, also durchaus ein knappes Ergebnis, weil wie gesagt, für 3 Ressourcen kriegt man ja auch nochmal ein Pünktchen hier. So, und damit, mit diesen Infos kommen wir auch schon zum Fazit. Fangen wir an, Cover. Ey, Days of Wonder, Spiele, Cover-Grafik gefällt mir einfach. Elias, was meinst du zu der Grafik? Ganz gut. Da kriegt man Lust drauf. So ein Worker-Placement-Spiel am Fluss entlang, sich zu hangeln, Gebäude, Geländeplättchen zu bauen, hier einzusetzen, das klingt richtig spannend. Das Ganze ist allerdings natürlich thematisch etwas seltsam verpackt. Das muss man schon sagen, weil es heißt unberührtes Land.
Naja gut, ein Truthahn, der deutet schon auf vieles unberührte Land nach, wo das wohl ist, weil auf BoardGameGeek gibt es da teilweise, also auf dieser großen Plattform für Brettspiele in Amerika, gibt es da durchaus ein paar Diskussionen, die wirklich interessant zu verfolgen sind, ob das dann wirklich ein unberührtes Land ist, wenn man praktisch solche Elemente dann ins Spiel hinzunimmt. Das muss man vorneweg sagen. Es ist ein sehr einfaches, seichtes Worker-Placement-Spiel. So muss man wirklich sagen. Alles schon irgendwie gesehen, außer jetzt am Fluss sich hangeln hier. Das ist so ein Thema, wo ich sage, ja, also ich brauch's jetzt nicht noch ein paar Mal spielen. Wie ist bei dir, Elias? Du bist ja 7, das Spiel ist ab 8. Würdest du eher sagen, naja, oder wie ist jetzt deine Meinung dazu? Naja, nicht so toll. Wie hast du? Seicht, also eher so, naja, also ich muss es jetzt nicht nochmal... Ja, so wie du. Genau, das sagt natürlich, also kein positives Urteil. Man muss natürlich auch wissen, dass es wirklich leicht zu spielen ist. Also vielleicht war das Anspruchsniveau bei dem einen oder anderen dann zu hoch, wo man denkt, wow, The River hier, wir bauen... Ja, also man muss wirklich sagen, wir haben es jetzt auch schon oft gespielt, in dem Fall auch mit 3-4 Spielen. Das funktioniert, zu zweit funktioniert es auch, aber der Spaß, der kommt einfach nicht zum Vorschein. Jetzt haben wir aber noch ein Thema. Ich habe jetzt diesmal auch so ähnlich gespielt, wie wir letztes Mal auch wieder zu dritt gespielt haben. So, ich bin gar nicht dran nachgegangen, an dem Fluss Plättchen zu legen. Das ist ja ein cooles Element mit den Punkten. Mir geht es darum, dass ich einfach schnell baue, schneller als mein Mitspieler. Weil dann kreise ich die Punkte ab. Genau, und dadurch habe ich gewonnen. Das hatten wir letztes Mal auch wieder, die Situation. Da geht man gar nicht nach dem Bau und nach dem Tauschen. Völlig unnötig. Man geht hier drauf, auf die Gebäude. Und dann baut man schnell und bekommt die Punkte. Aber ich hatte hier was voll, hier und hier genau. Was voll, hier was voll. Genau, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie die Plättchen... 2 Punkte. Hast aber auch Punkte, nicht am Ende gewonnen. Punkte. Und gewonnen hat wieder der Spieler, der hier schnell die Punkte abgegrast hat. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt nochmal 10 Mal spielen, dass sich das bestätigt. Aber die paar Mal, wo wir es jetzt schon mal gespielt haben, ich spiele immer jetzt danach, da hat es jetzt... fast immer zu 80% funktioniert. Das ist eigentlich schade für ein Spiel, was The River heißt und wo eigentlich auch dieses Element mit dem Bauen der Plättchen im Vordergrund steht. Also, naja, also es gibt bessere Spiele nach wie vor. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt doch Gefallen gefunden. Dann könnt ihr gerne mal in die Links unten schauen, in der Beschreibung. Da könnt ihr auch nicht nur Spiele, andere Sachen bestellen, wo ihr uns unterstützt. Aber falls euch das Video dennoch gefallen hat, ja, Meinungen sind unterschiedlich. Wenn es euch gefällt, schreibt es unbedingt mal rein in die Kommentare. Aber ansonsten... Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns 10 Daumen hoch. Ein Daumen, Elias. Einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos bleiben wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich... Tschüss. Tschüss, macht's gut. Teilen könnt ihr das Video auch, aber ja, kein Spiel, was wir empfehlen können. Ciao.